Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier zu einer weiteren Folge Big Ambitions auf meinem Kanal. Ist ein frei? Nee, ne? Nee. Hier haben wir noch frei. Ist ein Wohn. Das gehört uns. Von dir gemietet. Das ist ein Wohngebäude von mir gemietet. Warum haben wir... Achso, das war damals unser Hauptsitz oder sowas? Nee. Doch. Nee, keine Ahnung. Egal. Hier war doch vorher unser Hauptsitz, ne? Glaube ich. Weiß ich jetzt daran nicht. Aber was ist das? Was sie gemietet haben? Nee, kennen wir gar nicht. Egal. Wir gucken jetzt bei den Rivalen mal. Agentur für Webentwicklung von Huang Guo. 650. 293.000 ist mir zu teuer. Wie sieht es hier aus? 3.000. Das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt so günstig sein. Nein. Nein. Anwaltskanzlei. Minus 10.000. 63.000. Das wäre eine Überlegung wert. Louis Glover. Grafikdesigner, was ist hier? Anwaltskanzlei, Grafikdesigner, die scheinen irgendwie gar nicht so zu laufen, ne? Scheinbar Anwaltskanzlei, Agentur für Webentwicklung. Was haben wir hier? Juwelier. Juwelier ist dann eine Möglichkeit. 35.000 nur. Geschäftliches Übernahmeangebot. Machen wir 20.000 erstmal. Was mit 22.000? 25.000. 28.000. Auch nicht. 30.000. Nee, 33.000. 35.000. Nein. 36.000. Ich versuche alles. 38. 40. 42. 42.000. Nice. Okay, perfekt. Ja, jetzt haben wir einen Juwelier an der Backe, ne? Zeitplan? Okay. Lasst uns mal schauen. Sicherheitspersonal. Schließfach. Juwelier. Achso. Ich brauche ein Taxi. Jetzt haben wir irgendwo ein Juwelier an der Backe. Jetzt lasst uns mal gucken, wo. Ja, ich meine, Juwelier ist relativ teuer, ne? Da kann man gut Gewinn rausschlagen, meine ich. Mit Sicherheit. Taxi. Taxi. Danke. So, ist jetzt die Frage, wo der Juwelier ist, ne? Anwaltskanzlei? Ach, direkt hier vorne. Direkt bei uns hier. Ah, okay. Juwelier. Interessant. Okay. Sieht ganz nice aus irgendwo, aber... Teurer Schmuck, teurer Schmuck. Zweimal Schmuckvitrine, dann würde ich sagen, vielleicht einmal preiswerter Schmuck. Statt einmal teurer Schmuck machen wir einmal teuren Schmuck und einmal preiswerten Schmuck, ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil ich glaube, es gibt doch preiswerten Schmuck, wenn ich mich gerade recht erinnere. Dann würde ich vorschlagen, wir haben hier ein Lagerhaus.
Warehouse 1, nein, Warehouse 4. Warehouse 3. Stellplatz nicht zugewiesen. Das heißt, da werden wir dann die Möglichkeit nutzen, mit einem Mitarbeiter, mit einem Logistikmanager werden wir suchen und Auslieferungsfahrer hätten wir. Dann würde ich das gerne umbenennen. Warehouse 3, Lager, Juwelier. Lagerjuwelier. Dann wird das das Lagerjuwelier. Dann besorgen wir gleich um 8 einen Wagen vom Platz. Wie sieht es hier aus? Okay, hier sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Scheint gut zu laufen hier, unser Pumplatz. Das finde ich sehr gut. Dann zocken wir uns noch mal ein bisschen. Für 3 Stunden. Und dann besorgen wir jetzt erstmal ein Auto. Für das Lagerhaus. Jetzt müssen wir nur gucken, welches Lagerhaus das ist. Lagerjuwelier, da. Danke. Dann besorgen wir dafür erstmal einen kleinen Truck. Reicht der erstmal? Hier ist so ein großen hier, ne? So ein kleiner reicht der erstmal. Ja, den Rest können wir jetzt auch noch laufen, glaube ich, oder? Autohändler City Cars. City Cars. Und vorne. US Trucks, genau. Ein UMC Desert holen wir erstmal, ne? Reicht ja erstmal vollkommen aus dafür. Okay, abbrechen. Danke. Dann einmal zum Juwelier fahren. Wo ist der denn? Achso, da. Oh, hey. Moment, wo ist das? Da vorne irgendwo? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, ich wollte zum Juweliergeschäft. Ah, okay. Unser Lager ist hier. Hier ist. Wie kommen wir da rein? Moment. Da müssen wir doch irgendwie reinkommen mit dem Fahrzeug. Von der Seite aus. Ja, von hier aus, genau. Warum zeigt ihr dann das nicht hier an? Egal. Also das wäre erledigt. Dann brauchen wir noch Palettenregale hier. Die müssen wir bestellen. Kontakte. Was haben die hier für Probleme? Ach Gold. Treufühler. Handeln. 18,50. Wie wäre es mit 17, 16, 33? Nee. 16,33. 16,98. 17,12.
17, 19. Siebzehn, zwanzig. Na gut. Dann 17:20 erstmal. Gut, dann brauchen wir jetzt hier Waren. Moment, wo sind sie? Seht ihr jetzt? Nein. Möbelausstattung da. Ika Borg, A&J Patterson. Anrufen. Ich hätte gerne Lagerregale. Oder sollen wir die so holen? Die holen wir, glaube ich, so mit Schubkarre. Also mit Sackkarre. Das Taxi. Taxi, bleib stehen. Danke. Geht doch. A&J Patterson müsste das hier sein. Genau. Fahren wir hin. Dann holen wir uns die Palettenregale. Vier Stück erstmal. Sollte erstmal vollkommen ausreichen, ne? Bezahlen müssen wir leider auch noch. Machen wir hier. Dann halt so rum, ist auch egal. Jetzt müssen nur wieder ein Taxi finden, ne? Wahrscheinlich kurz bevor wir da sind, finden wir ein Taxi, ne? Dann lohnt sich das auch. Dann lohnt sich das ja auch hier, ne? Ach, noch niemals. Na egal. Palettenregal platzieren. Das passt auch. So, teurer Schmuck und preiswerter Schmuck, ne? Und Papiertüten nach Möglichkeit. Das heißt, wir müssen einmal hier Bitsman. Einkäufer. Wer macht denn Juweliersachen? Nein, du nicht. Du auch nicht. Teurer Schmuck und preiswerter Schmuck. Ich würde sagen, United Ocean Import, ne? Wir haben aber keine Möglichkeit, hier Papiertüten für das Lager zu bestellen, ne? Haben wir hier noch Papiertüten möglich? Der hat seine auch schon ausgeschöpft. Warehouse 1, Moment, für wo bestellt der? Auch für Warehouse 1, ne? Dann wird der für Warehouse 4, beziehungsweise nicht Warehouse 4, sondern Lagerjuwelier. Macht er bitte 10.000 Papiertüten. Ein 3000 Carbob-Spieß. Dann passt das erstmal. Okay.
Spencer, genau, der. Der hat die Weinflaschen, der hat auch die ganzen anderen Getränke, der hat aber auch den Schmuck. Ich hätte gerne Verlager Juwelier, bitte. Preiswerten Schmuck und teuren Schmuck. Preiswerten Schmuck machen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Kartons immer sind, ne? Ich glaube aber gar nicht mal so groß. Dann machen wir mal erstmal 1000. Und hier machen wir auch 1000. Bitte. Beides für Lager Juwelier. Okay, das ist ein bisschen zu teuer, glaube ich. Machen wir 500. 400. 400. Ist immer ein bisschen zu teuer. Machen wir 200. Ah, 100. Ja, das hier ist verdammt teuer, ne? Ja, und das können wir auch 200 lassen. 53.000, das würde ich sagen, bestellen wir. Und jetzt brauchen wir für Warehouse 4 noch natürlich noch ein Auslieferungslager. Das ist das Problem. Moment, Aufgabe. Ausbildung. In 26 Stunden fertig, in 26 Stunden fertig. Dann würde ich die gleich dementsprechend direkt einen zumindest hier zuweisen. Am besten den hier zum Lager und den anderen zu einem anderen Lager, ne? Dann brauchen wir aber trotzdem noch mal einen Logistikmanager für das Lager. Headhunter, ich brauche einen Logistikmanager. Einen Logistikmanager brauchen wir. Preiswert, ja, preiswert erstmal. Brauchen wir einen Bewerber, danke. Und du suchst gerade nach Reinigungskräften. Kannst du, glaube ich, auch erstmal sein lassen. Glaube ich. Was brauchen wir? Aktuell wüsste ich nicht, was wir brauchen, ne? Nee. Okay, das kann erstmal so bleiben. Gut, dann machen wir aber in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und sag einmal bis dann und tschüss.